Einen wunderschönen guten Abend allerseits. Willkommen zurück bei Soulstone Survivors. Episode 11, wenn ich mich nicht täusche. Oder 12. Ich hab vergessen. Egal. Der Elementalist ist jetzt dran. Rüsten wir ihn direkt aus. Runen. Was spielen wir auf dem? Ich denke, gehen wir mal wieder auf. Wie letztes Mal. Machen wir die gleiche Combo. Den Ding. Ja. Skilltree. Kommt später. Die Charaktere sind noch nicht dran. Das sind die ersten, die haben wir schon alle gespielt. Rein und dann machen wir hier weiter. Frozen Wastelands, dass wir die mal durchkriegen, ja. Also, ganz entspannt, Cursed Stufe 4. Ganz schönes Downgrade erstmal. Aber wir müssen es ja hinter uns bringen. So, fangen wir mal an. Nehmen wir entspannt das Gift mit rein. Okay, Power für schöne Multicast-Chunks. Skill direkt schneller. Das wird unser Hauptdamage-Skill werden, denke ich mal. Fängt direkt mit dem Laser an, der es gibt. Und wie ihr seht, hat er sogar ziemlich guten Clear. Ja, könnte besser sein, aber wir sind ja noch mal ein Spiel. Macht das schon ganz gut Schaden. So, machen wir Frequenz hier direkt hoch. Und spielen wir mal Smite. Giftstärke. Smite ist ganz witzig. Da kommen jetzt Damage. Und das heilt sogar, wenn wir da drin stehen. Das heißt, wenn wir davon die Area ziemlich hoch machen, das häufig casten, dann kann man sich damit hochheilen. Macht den Paladin auch ziemlich witzig. Und. Naja, bei späteren Kursstufen kann man sich da wohl ein Healing-Bild machen. Hinsetzen. Ist ganz witzig, damit rum zu experimentieren. Okay, machen wir direkt Multicast für den auch. Wir haben auch verschiedene Sachen, dann packen wir den Heroic Strike mit rein, haben einen Swing. Multicast. Damage für alles, was empowert. So dicker Schaden macht er eigentlich nicht, aber machen wir mal hoch. Might, sehr geil, rein da.
Nach der Runde gestern ist das natürlich Zuckerflecken hier. Multicast für den Laser Legendary. Let's go. Die Arcane Disc kann alles schneller casten. Immer schön unterschiedliche Skills drin. Kriegen dadurch nur einen dicken Damage Boost wegen Generalist. Da haben wir schon ein ziemlich solides Set. Aber richtig. Help me, stop. Multicast Legendary, es ist echt die Orts. Nee, da will ich nicht. Ja, Crit. Damage für den Swing, Damage. Nope. Area für Arcane. I guess dann wird die Disc ein bisschen größer. Multicast. Ja, Multicast. Frailty, Ball of Lightning. Und mit dem aktiven Skill. Die Heilung. Ah, ich mein. Na, committen wir auf das, was wir haben. Crit. Damage for Lasting. Yep. Potency. Na gut, nehmen wir mit. Damage für den Blitz. Frequency brauchen wir noch und noch mehr Crit. Da haben wir jetzt schon 45% Crit zusammen. Oh, ich hätte für den Boss hier gehen können. Oh mein Gott. Komplett vergessen, dass hier die Zonen sind. Naja, wir werden hier noch ein paar Mal anfangen. Frequency für das, mehr schneller casten. Oh ja, Chain Lightning, okay. Statt dem hier nehmen wir Chain Lightning noch mit rein. Das fühle ich. Dann sind wir jetzt komplett.
ich bin stuck. Auf den Stufen muss man es auch nicht so ernst nehmen, alles. Die machen nicht viel Schaden, man heilt sich viel hoch. Und jetzt mal hier reingehen. Und plopp. Ah, Leben geheilt. Area of Effect für Arcane brauchen wir nicht. Na, es würde die Discs größer machen. Aber nicht mehr. Damage für Empowering. Na, das macht doch den Strike besser. Ne? Kosten. Na ja, gut, holen wir uns einmal die Armor. Multicast für Frontal, immer gut. Der Crit freien. Brauchen wir nicht. Ist größer und stärker und besser. Gleich der nächste Boss, der letzte für die Zone. Nehmen, Damage und nochmal Crit 65% und weiter hier. Mit ihm direkt unter 12 Minuten entspannt gekehrt. Level, Reality, nehmen wir Magneten rein, Crit, größer machen, Reality, noch mehr größer,
Potency rein und machen alles stärker. Ja, das ist alles deutlich größer jetzt. Mal schneller. Area of Effect von Arcane nehmen wir nochmal mit für die Discs. Ah, nehmen wir Gifthörer. Ich hab angefangen. Gifthörer braucht das einzige sein, was ich jetzt immer nehme. Maximales einmal zum Haben, wie immer. XP für den Trigger von Effekten. Oh, da haben wir treffen lassen. Der wurde genukt. Im Crit 15% noch. Aha. Frequency brauchen wir, glaube ich, noch. 5% Crit noch. Area of Effect für Holy. Das ist unser Heal Damage. Multicast für Lasting. Auf jeden Fall. Gift. Damage. Den Heal, der kommt halt an random Stellen, deswegen muss man den echt groß machen, weil sonst trifft er nicht so viel. Mal Vor- und Nachteil bei solchen Skills. Es gibt eine Rune, die macht, dass man sowas immer auf sich selbst castet. Ist mit dem Heal natürlich eine witzige Kombi. Aber man ist eh immer in Bewegung. Das passt schon so. Schneller casten, Frequency für den Damage brauchen wir noch. Einmal zum Haben und ein Dash mehr. Bis später. Und neuer Boss. Schnell. Damage Multicast für Electric. Yep. Und Potency. Frage mich gerade, wir haben jetzt 131% Multicast und jetzt ohne den Buff. Hab's ja gerade gesehen. 8%. Okay. Das ist natürlich ein ziemlich wilder Unterschied. Wir haben jetzt Damage Modifier von 144 und 348. Okay, die Potency macht schon echt viel aus. Wow. Die Skills sind echt Banger. Offs kann ich jedem empfehlen mitzunehmen. Multicast für den Laser. Frequency brauchen wir nicht mehr so unbedingt. Einmal noch bei ihm. Damage. Noch ein paar Sanduhren und dann haben wir genug die Faust. Deswegen. Speed.
Ich glaube, ich mache mal einen Testrun, wo ich möglichst viel Cast Frequency nehme für die Buffs und gucke, ob die, wenn die sich erneuern, ob die höher triggern mit Multicast. Ich weiß nicht, ob die stacken, nämlich. Das wäre sehr interessant zu wissen. Sehr nützliche Info. Na, ja, komm, nehmen wir mal mit. Damage. Ah, ne, hätten wir. Na, naja, egal. Reroll. Sagt nichts. Wer einer schreibt in die Kommentare, dass ich wieder kritisch bin. Damage von Holy. Ja. Mal gucken, vielleicht macht das Striker mal mehr Waffenschaden. Hey, er one-shot immer die normalen Gegner. Yay. 100 Kills noch ungefähr. Und der nächste Boss. Vorletzte für diese Map. Zweimal der Eistyp. Magnetic reinnehmen. Machen wir alles nochmal größer und ich hab's schon vergessen, genau, brauchen wir noch einmal 100% Crit. Damage Increase, Gift stärker machen. Erstmal gebannt. Lock Power aber nicht auch mal. Feuer hatten wir noch nicht und wo noch ein Dash. Tot sein. Machen wir die ganze Area nochmal größer. Frailty weiternehmen und machen wir noch weiter stärker. Bin gespannt, wie das dann reinhaut. Multicast, sehr schön. Wir können auf jeden Fall was mal mit einem Haufen Pass Frequency anfangen. Jetzt nicht recht einsam hier auf dem Bildschirm. Wie ihr seht, der Laser geht nicht wirklich weit auf dem Screen, aber er trifft trotzdem. Und
ich sollte mich nicht so dumm treffen lassen, aber die Heilung ist gut. Machen wir den Damage noch höher, jawohl. Machen uns ein Stückchen schneller. Multicast. Multicast für die Discs. Das ging schnell. Der Gift-Tiny ist hier noch. Oder wird es vernuked? Sehr schön. Multicast Legendary für den Laser. Das geht in Höhe. Machen wir das mal weg hier. Gift, dankeschön. Noch ein bisschen schneller kann ich schaden. Zum Testen. Ich nehme es mal mit. Das kann auch noch weg. Dann nehme ich hier auch nochmal Potency. Da bin ich gespannt. So, wir haben jetzt 422 Damage Modifier. Okay, nee, das erneuert sich nur. Ich glaube, die Frequenz ist dann egal. Die Frage, ob das natürlich gemulticastet werden kann. 422. Sieht nicht so aus. Attack Speed, Giftstärke. Komplett besoffen. Ups. Ich fand's nicht klar, was ich da gerade geträumt hab. Den Flammenwerfer tanken wir mal rein. Rippleben. Attack Speed hier. Damage Increase für das. Damage Increase. Ja. Attack Speed. Frailty. Damage Increase. Mit 51%. Gift. Holen wir uns Impending Doom. Den Slow einmal holen. Slow ein paar Mal stacken kann auch nicht schaden. Dann werden die Gegner, die man trifft, wirklich langsam. Area of Effect, ja. Ich weiß nicht, ob ich den Satz vorhin beendet hatte, aber wieder Laser geht zwar nicht weit visuell, aber er trifft trotzdem immer weiter. Also keine Sorge, wenn ihr euch wundert, wenn ihr da auf super viel Area geht, warum das nicht größer wird. Ja, das ist nur visuell. Der wird viel, viel größer, bis er aus dem Spiel, aus dem Bildschirm raus lasert. Ohne Probleme. Mal das Eis noch. Frailty. Multicast. Hatten wir nicht auf der Map angefangen? Auf der Eis? Na klar, hatten wir ja angefangen. So komisch gecycelt.
der Schaden ist ganz okay. Increase, yep. Machen wir das noch schneller. Spannend. Nehmen wir einmal noch slow. Und schneller. Hilft. Ich hätte das andere nehmen sollen. Egal. Gutes Handwerk. Nice. Noch größer. Das sind mal riesen Healing Songs hier. Geheilt. Dinger. Boah. Yep. Die wurden ganz schön genukt. Mehr Damage bei einem Magnet und mehr EP. Mehr Damage. Wir haben so viele Rerolls. Was ist das? Gut. Magnet. Und Grundstärker. Obwohl das wahrscheinlich zu wenig ausmacht. Ich sollte den Reroll mal öfter benutzen. Alle 10 Level kriegen wir einen Reroll. Wegen der Rune, die wir mitgenommen haben. Schon 70 Stück zusammen noch. Sollte man mal benutzen. Hier zum Beispiel. Damage hoch. Nicht. Damage. 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 Ziemlich witzig, wenn man sie wieder hochhält. Wenn man geone-shottet wird, ist natürlich egal. Könnte man jetzt noch ganz viele Biome aufnehmen, dass man sehr, sehr, sehr viele Leben hat.
wäre mal eine Idee wert. Wir sind jetzt bei 254% Multichance und 500% Damage Modifier. Sehr, sehr saftig. Ziel brauchen wir ja nicht, den können wir mal neu rollen. Das Ziel hoch, weil wir ja wissen, dass es bringt. Area of Effect. Frailty mal hoch. Damage. Nö. Nö. Rolli noch stärker, Multicast. Nur ein bisschen Movement Speed, das reicht dann aber auch. Nehmen wir Multicast. Nein, ich wollte Frailty nehmen. Ups. Naja, dann sind noch langsamer die Gegner. Das war toll. Duration brauchen wir nicht. Area of Effect, Multicast. Multicast haben wir jetzt auf fast 300%. Team. Noch ein paar Rerolls gibt. Potency, Attack Speed. Entspannt. Um.
Intermaler Schock brauchen wir jetzt nicht. Nehmen wir Attack Speed. Ja, mehr Attack Speed. Und Magneten mit rein. Potency. Ach, das ist doch. Damage für alles. Damage. Multicast Potency. Das goldene Licht nervt ein bisschen. Ach, fuck it, wohl. Oh Gott, das bin ich. Bitte sterben Sie. Danke. Nicht böse gemeint, nur ein Game. Oh Gott, fast ins Gift. Machen wir uns doch noch mal ein bisschen schneller, mehr Damage dafür und Attacks dafür. Noch der Feuerboss, der Guardian. Da sind die nächsten Bosse schon. Aufpassen, ist wieder eine Prophetin dabei, genau. Einmal Damage hochmachen, Multicast Laser, sehr schön. Potency, um ins Leben, warum auch nicht. Und Attack Speed. Die Bosse sind halt jetzt immer da drin. Das nervt. Geht, okay, sie sterben. Gut. Locken wir sie mal ein bisschen raus hier. Da sind sie schon. Das war nicht gut. Ich habe es, wenn die da drinnen stuck sind. So einer weniger, aber die Spinnen, da muss man auch aufpassen. Gefährlich. Die sind verdammt schnell. Und ganz schön Rundown. Hätten wir den gleich tot kriegen. Ja. Schön. Mehr Casten. Potency. LT und schneller casten. Hätte ich rerollen können für was höherwertiges.
schnell. Das sind die Bosse schon. Gehen wir auf Frailty rein. Ich hoffe, ich stacke mich nicht so wie gestern. Dieses goldene Leuchten ist schon wirklich eine Katastrophe. Das war riskant, was ich da gemacht habe. Hätte ich dashen sollen. Zwei Level-Ups. Oh, und Damage. Was Neues bitte. Ja. Ich wollte gerade dashen. Na gut, schade. Achievements, wir haben 600 Bosse getötet. Das gibt einen Runenslot frei. Prestige 10. Und Prestige 5. Okay, zwei neue Skills, die in seinem Pool drin sind. Der Freecap. Da hat er uns genukt mit seinen Bomben, die von oben kamen. Schade. Lightning Beam, Most Damage mit Abstand. Smite hat auch gar nicht so wenig gemacht. Ah. Ich meine, alle okay. Die Buffs sind echt gut. Ah ja, Lightning Beam war die Stadt. Witzig, wird auf jeden Fall auch öfter gespielt, wie alle anderen Charaktere. Irgendwie spannenden Runen. Nope. Ja, die kommen alle mit der Zeit. Ja, dann war's das für heute. Morgen kommt der Legionär. Was brauchen wir für den nächsten nochmal? Dungeon of Despair auf 3. Das ist der letzte. Warte, ich mal einmal. Ja, dann. Genau, hatte ich ja gestern auch schon gesagt. Fangen wir an mit anderen Aktien wieder. Schau. Dann bedanke ich mich fürs Reinschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr irgendwelche Kommentare habt, Fragen, Anmerkungen, Wünsche, was auch immer, schreibt es in die Kommentare. Ich lese alles, gehe auf alles ein. Wünsche zu Charakteren und Playstyles mache ich dann beim nächsten Video. Schreibe euch auch dann direkt, welches das sein wird, weil ich ja immer im Voraus schon welche aufnehme. Und dann sehen wir uns morgen wieder. Haut rein. Ciao.